Guten Morgen. Bei mir ist jetzt 7.30 Uhr und ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Ich bin die Laura und mache aktuell ein Praktikum bei Fresenius im Internal Audit. Ich studiere Medical Process Management in Erlangen und jetzt kommt mal mit. Ich bin gerade bei meinem Arbeitsplatz angekommen und ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz, was Internal Audit so macht. Internal Audit prüft die Unternehmensbereiche auf ihre Funktionalität hin, schaut, ob Kontrollmechanismen etabliert sind, mit dem Ziel, Prozesse zu optimieren. Als Praktikantin bei Fresenius habe ich schon früh sehr viel Verantwortung bekommen, konnte selbstständig arbeiten und hatte auch die Möglichkeit, an zwei Audits mit dabei zu sein, und zwar von der Vorbereitung über die Prüfung vor Ort bis hin zum finalen Bericht. Wir sind auf dem Weg zum Mittagessen. In der Abteilung herrscht ein sehr gutes Arbeitsklima. Man wird super aufgenommen von den Kollegen und bekommt sehr viel Feedback und Unterstützung. Und es ist auf jeden Fall sehr kollegial. Ja, sag mal, Michael, was sollte denn ein Bewerber so mitbringen, wenn er im Internal Audit anfängt? Also grundsätzlich sollte er erstmal gewisse Fachkenntnisse mitbringen, das heißt ein gewisser BWL- oder Prozesshintergrund und analytisches Denken. Ja. Viel wichtiger allerdings ist noch, dass er in das Teamgefüge passt. Das heißt, er sollte auf der einen Seite kommunikativ sein, ja, und auf der anderen Seite auch ein gewisses Organisationstalent mitbringen. Was mir bei Fresenius besonders gut gefällt, ist die Internationalität und auch meine Abteilung, die sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Wir haben Leute aus den Naturwissenschaften, aus den Betriebswirtschaften oder jetzt auch mich aus Medical Process Management. Und seid ihr alle gut vorbereitet? Natürlich. Laura, was läufst du heute für eine Zeit? 40 Minuten. Ich muss ja die GoPro mitnehmen. Oh. auf geht's und schönen guten Morgen! Es geht gleich los! So ist das aber nicht jeden Abend.